Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Warum sich zu Tomu und Shu so ähneln, das alles erfahrt ihr nach dem Intro. Was geht ab, Leute? Ich bin's, Kaido Ake, und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv-Conan-Video. Ende 2016 gab es in Singapur ein relativ interessantes Interview mit Gosho Aoyama. Auf die Frage, welches sein Lieblingstrick sei, antwortet er: der vorgetäuschte Tod von Shuichi Akai. Und darum soll es heute ein bisschen gehen, denn ich finde es ziemlich erstaunlich. Um das Ganze ein bisschen besser verstehen zu können, springen wir mal in die Episode 504, Zusammenstoß von Rot und Schwarz im Dienst getötet, oder auch in dem Band 59, müsste so Kapitel 607 bis 609 sein. Denn dort hatten wir ja die Szene, wo sich dann alle am Raya-Bergpass versammelt haben und Jin dann Kia, also Hidemi Hondo, den Auftrag gab, Shu endlich zu erledigen mit einer Kugel in den Kopf. Er wurde erst an der Brust angeschossen, dann in den Kopf. Ja, und Jin und Wodka haben das Ganze beobachtet, ja. Kier und Shu hatten dann noch so einen ellenlangen Dialog gehabt, bevor Kier dann Shu letztendlich angeschossen hat, das dachten wir zu dem Zeitpunkt. Er lag dann leblos in seinem Auto, dann hat sich halt eine Polizeistreife genähert, dann hat Jin Kier den Auftrag gegeben, das Ganze erstmal aufzuräumen, hat also per Zeitzünder eine Bombe hochgesprengt, ja, die Bombe hat sich entzündet und das Auto natürlich mit Shu ist dann letztendlich explodiert, verbrannt, alle dachten, Shu wäre tot. Jody hat dann letztendlich davon erfahren, James Blake auch. Und wie wir alle wissen, war das Ganze nur ein vorgetäuschter Tod, ja? Es hat sich ja dann herausgestellt, dass Conan unter anderem auch James Blake und Shu zusammen diesen Plan geschmiedet haben, um letztendlich Kier aus dieser bösartigen Atmosphäre herauszuboxen, weil hätte sie ihn damals nicht umgebracht, in Anführungsstrichen, wäre sie ja draufgegangen. So hat man quasi immer noch einen Knock, ja, innerhalb der Organisation, zumal sich auch der Vater von Hidemi damals sogar geopfert hat, damit ihre Tochter weiter ermitteln kann. Also eine relativ geile Sache. Und worum geht es jetzt ganz konkret? Es ist natürlich eine schöne Sache, dass er den Tod vorgetäuscht hat. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum hat er denn zum Beispiel Jody nicht eingeweiht? Also James, Conan und Shu waren ja letztendlich die einzigen, die davon wussten. Später dann auch noch Yukiko, ja, die mir letztendlich dann geholfen hat, sich einzukleiden, und auch Agasa, der ja Form von diesem Halsband, was er ihm gemacht hat, auch eine andere Stimme annehmen konnte. Letztendlich ging es dann darauf zurück, dass er gesagt hat, um seine Feinde zu täuschen, muss man erstmal seine Freunde und Verbündeten täuschen, ja. Deshalb hat er unter anderem auch Jody nichts gesagt, sondern den Kreis der Eingeweihten so klein wie möglich gehalten. Denn nur dann ist die Gefahr relativ gering, quasi bei null, dass die Gegner dann auch nicht ahnen könnten, dass man noch am Leben ist. Eine ziemlich geile Sache. Und jetzt kommen wir zu dem Zusammenhang, zu seinem Vater, zu Tomu. Das Ganze sehen wir dann in der Episode 881, Band 92, Kapitel 972 bis 974. Da haben wir nämlich das Treffen von vor 10 Jahren. Dann ist nämlich Conan eingefallen, okay, Masumi habe ich doch irgendwie schon mal getroffen. Und in der Tat, vor 10 Jahren war er mit Ran und seiner Mutter Yukiko am Strand und hat dann die Familie Akai getroffen. Chukichi, Masumi, Shu und natürlich deren Mutter, nämlich Mary Sera. Eine ziemlich geile Sache, da war sie ja noch nicht geschrumpft. Und da kam das halt auch so ein bisschen raus mit, ja, Tsutomu hat damals gesagt, bei dem Kojaneda-Fall vor 17 Jahren, also damals vor 7 Jahren, war er involviert, und er hat dann zu seiner Frau gesagt, dass man ihn als tot akzeptieren sollte. Ja, dass man ihn einfach nicht mehr in das Leben einplanen soll. Man sollte ja auch nach Japan gehen, weil er sich mit sehr gefährlichen Leuten eingelassen hat und in Japan es relativ sicher sein soll. Das heißt, er hat sich von seiner Familie verabschiedet, ja. Das war übrigens auch der Beweggrund, warum dann Shu letztendlich zum FBI gegangen ist, um quasi diesen mysteriösen bzw. geheimnisvollen Abgang von Tsutomu zu untersuchen, denn die Leiche von ihm hat man ja nie gefunden. Und seitdem gibt es halt viele Theorien und es wurde mehr oder weniger bestätigt, ja. Also es ist zumindest offen gelassen, und die Hinweise, die Gosho gegeben hat, dass eine tote Person eigentlich noch am Leben sein soll, zumal die Leiche von Tsutomu nie gefunden wurde, ist relativ stark, dass er noch lebt und auch damals bei dem Kojaneda-Fall vor 17 Jahren anwesend ist und auch immer noch lebt. Worauf ich hinaus will, meine lieben Leute: wenn er denn noch lebt, ja, und so krass ist, dann muss er doch quasi ja eine andere Gestalt bzw. Person eingenommen haben, um letztendlich ja auch seinen Tod vorzutäuschen. Was er in dem Sinne getan hat, indem er zu seiner Familie gesagt hat, pass auf,
ihr sollt nicht nach mir suchen. Damit war das Kapitel eigentlich abgeschlossen, ja. Und wenn er natürlich seiner eigenen Familie vorgaukelt, tot zu sein, ist er natürlich relativ befreit, braucht also keine Angst zu haben. Wer hätte denn damit rechnen können, dass sein Sohn extra zum FBI geht, um quasi dieses Ableben seines Vaters von sich quasi von Tsutomu zu ergründen. Und dann haben wir nochmal im Kapitel 1025 ein relativ interessantes Panel. Und zwar sehen wir da Masumi und Mary. Das ist ungefähr vor einem halben Jahr passiert, ja, also zu Beginn von Detektiv Conan, seit dieser Zeitschleife halt losgegangen ist, ja. Das heißt also, Masumi muss innerhalb des letzten halben Jahres geschrumpft sein. Warum ist das wieso? Denn Mary wollte dann letztendlich ihren Mann, also Tsutomu, in London treffen, ist dann aber nicht mit ihrem Mann wiedergekommen, auch nicht als Mary, wie man sie kannte, sondern Masumi hat dann Mary als geschrumpfte Mary empfangen. Das heißt also, entweder wollte Tsutomu ein Treffen mit seiner Frau arrangieren, um letztendlich was zu klären, um zu sagen, Moment mal, ich habe den Tod vorgetäuscht, oder aber es war eine Falle von der schwarzen Organisation, um sie quasi aus der Reserve zu locken, um sie dann letztendlich zu vernichten. Wie auch immer, das sind alles Hinweise, dass Tsutomu noch am Leben ist und natürlich auch eine wunderbare Angelegenheit, denn nicht nur der Vater Tsutomu hat mehr oder weniger seinen Tod vorgetäuscht, seinen Freunden, seinen Ängsten, seiner Familie, ja, seiner Geliebten vorgespielt, tot zu sein, sondern Shu hat das Gleiche gemacht. Zumal ja Shu auch relativ emotionslos ist, zumindest wirkt also immer sehr, sehr sachlich, um natürlich dann auch die Effizienz seiner Arbeit zu erhöhen, um letztendlich dann auch seinen Vater zu finden und so weiter und so fort. Letztendlich sind wir aber alles nur Menschen und haben auch Emotionen. Es gibt Leute, die können die ein bisschen besser kontrollieren und es gibt Leute, die können die nicht so gut kontrollieren, wie zum Beispiel eine Ranmori. Tja, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen, ist meine Abwechslung gewesen und ich würde sagen, ich wünsche euch noch allen ein wunderbares Wochenende. Viel Spaß, genießt das schöne Wetter. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.